Bitte begrüßen Sie Johann Lafer. Johann Lafer. Ja, vielen Dank. So, was gibt's denn Leckeres? Es gibt auf jeden Fall schon mal zwei schöne unterschiedliche Fleischsorten. Es gibt ein kleines Steak, so, ich würde mal sagen, so 500 Gramm. Oh, das ist aber ordentlich. Ja. Und es gibt einen Crispy Pork Belly, also auch Fleisch. Ja. Dann machen wir gefüllte Spitzpaprika und zum Schluss gibt es das Publikum einen Kaiserschmarrn. Mmh, vom Grill. Wenn da das jemand haben möchte. Dabei sein. Ja. Womit machen wir? Kaiserschmarrn im Grill? Ja, genau, auf dem Grill. Okay. Ja, machen wir zusammen. Ja, gut. Sie müssen mir nur sagen, du musst mir sagen, wie sieht's mir das eigentlich? Ich weiß nicht genau, mal so, mal so. Ich sag einfach Sie. Ja, ich sag einmal du. Ja, okay. So, also vielleicht. Sie haben jetzt alles vorbereitet. Ich muss jetzt was machen? Ja, die Marinade für die Steaks. Ja. Und zwar, Fleisch muss immer gut schmecken, wenn es auf den Grill kommt. Aber man muss es immer vorher schon. Vorher marinieren, und zwar, genau. Braunen Zucker nehmen wir, oder, nee, das ist kein brauner Zucker, das ist Rauchsalz. Rauchsalz. Das ist ein großer Unterschied, ne? Ja, genau. Ja. Dann nehmen wir Korianderfern. Aber Sie sind der Koch, ich sag nicht. Jetzt kommt der braune Zucker. Das ist er, genau, ja. Das sieht anders aus. Das, ja. Was ist das hier? Gras. Nein. Mal dran riechen. Runtergefallen. Ja, schon wieder runtergefallen. Komm jetzt. Der verarscht mich, verstehst du das? Was ist das? Ja, ein Blatt. Ja, ein Blatt, ja, das sehe ich auch. Das weiß ich, Efeu. Nein, das ist Kaffee-Limonenblätter. Ja, natürlich. Ja, okay. Was denn sonst? Hier rein damit. Und das ist Piment. So, und jetzt bitte alles ganz fein mörsern. Was war das, Piment? Pimentkörner, ja, ja. Klar, Piment. Okay, alles aber fein mörsern. Ganz fein mörsern und dann damit die Steaks einreiben. Und das Fleisch auch. Das Blatt auch mit zum Mörsern? Ja, klar. Das muss schön fein sein. Vielleicht kann der Herr Sprave noch mal mit seinen Geräten kommen. Ja, genau. Mit den Buhlkugeln. Ganz ja. Fein. Also Sie machen Ihre Gewürze selber, ja? Sie kaufen die nicht in der Packung fertig. Nee, so einfach zusammenmischen. Es steht alles im Buch, kann man dann perfekt machen. Ja. Ich will schon mal den Grill einbinden, ja? Ja. Damit er schön heiß ist. Reicht das schon? Das reicht so. Das jetzt, Gras sieht aber auch ein bisschen komisch aus. Das macht nichts. Ja. Und jetzt schön einreiben. Was war alles. Das noch, das Gras? Das war Kaffee-Limonenblätter. Das gibt es in der thailändischen Suppe bei Tom Yam Kung, diese Garnelensuppe. Ja. Okay. Reicht das? Ist fein genug jetzt? Ja. Erstmal so probieren. Ja, wie schmeckt das? Mhm, gut. Gut, oder? Ja. Jetzt einfach einreiben beides und dann tun wir das gleich auf den Grill. Was ist das hier? Sie nehmen ein Küchentuch? Ich nehme einfach ein bisschen Papier und mache ganz leicht hier ein bisschen Pflanzenöl drauf, damit das nicht festklebt. Was reibe ich jetzt ein? Hier, den Bauch oder was? Und die Steaks auch. Ach, beides mit dem gleichen Zeug? Mit dem gleichen Zeug, ja. Okay. So, so richtig? Richtig schön einreiben, genau. So. So, und ich mache schon mal die Füllung. Von beiden Seiten, oder? Von beiden Seiten, auf jeden Fall. Ja. Gut. Ich mache die Füllung für die Spitzpaprika. Ich nehme Tomaten, Stangensellerie, ich nehme Lauch, so. Schalotten. Wie war das noch mit dem Grillen? Also Sie sind der Überzeugung, dass Gasgrill genauso schmeckt wie... Es gibt geschmacklich keinen Unterschied. Es gibt geschmacklich keinen Unterschied. Nein. Das glauben viele, aber ja. Es ist so. Haben Sie das wirklich? Es riecht nur die Luft, aber es riecht nicht. Das Grillgut riecht nicht anders oder schmeckt nicht anders. Ja, okay. So, und jetzt schön grillen. Ja, jetzt gehen wir grillen. Und zwar, wir tun es jetzt auf einem ganz heißen Grill. Direkt hierhin, auf die direkte Hitze. Ja. Und die Steaks auch drauf. Die beiden auch. Ja, genau. Das sind ja riesige Lappen. Ja, gut, für uns beide. Ja. So, und jetzt machen wir zu. Genau. Und während das jetzt grillt, machen wir die Spitzpaprika. Das Gewürz an sich schmeckt schon ganz lecker. Aber es hat keiner gesagt, dass das Gewürz auf alles auf den Tisch soll, sondern eher aufs Fleisch. Mhm. Herab. Verarschen kann ich mich selber. Ja, ich mich auch. So, jetzt bitte die Paprika halbieren, zwei Stück rot und ich mache die Füllung. Ja? Ich habe eine schmierige Hand, ich muss das kurz irgendwo ab... Sie haben doch immer so einen Lappen. Ja, da ist der Lappen. Ja. So. Jetzt machen wir eine schöne Füllung. Wir machen jetzt Gemüse, weil es gibt auch viele Menschen, die leben vegetarisch und die essen ja auch Gemüse vom Grill. Echt? Vegetarier essen Gemüse? Das hätte ich gar nicht gewusst. Und Vegetarier haben zwei Vorteile. Nämlich? Die bekommen keine Falten. Die werden welk. Moment. So. Okay.
So. Beim Lichter funktioniert der Gag, oder? Ja. Ja. Bei eurem Publikum nicht. Doch. Pass auf, der Lichter würde noch einen draufsetzen. Der Lichter würde sagen, die braucht man nicht beerdigen, die kann man kompostieren. So. Ja, wir schleichen uns langsam an das Niveau ran. So, was muss ich machen hiermit? Ja, jetzt die gelbe auch auskratzen. Die gelbe auskratzen. Ja. Genau, und dann füllen wir die. Und zwar habe ich hier so einen Couscous, so einen indonesischen Couscous, der also so grob ist. Dann habe ich hier Tomaten. Was ist denn der Couscous? Das sind dicke Weiße? Die sind die Kugeln hier, genau. Diese Erbsen in Weiß. Ja, genau. Ja. Dann sind es Tomaten, Frühlingslauch und so weiter. Ich habe das gut gewürzt mit Salz und Pfeffer. Ja. Und das füllen wir jetzt hier ein. In diese Schote. Ist das, habe ich das richtig gemacht? Oder hätte ist perfekt. Besser kann man es nicht machen. Ja, siehst du. So, dann kommt es hier rein. Siehst du? Reicht das schon? Ja. Die zwei? Ist genug jetzt. Wir manchmal reicht mir also einfach das Gewürz. Nur das Gewürz einfach naschen. Ja, ehrlich? Ja, reicht mir einfach. So, jetzt geht ja mal die Steaks umdrehen jetzt bitte. Ja, gell? Selbstverständlich. Ich mache da den Käse drauf oben. Steakumdreher. Hier, yes, das ja. Ist die Zange. Puh. Schön das ist schon ordentlich. Ja. Ober hier, oh, perfekt. Lieber. Leute. Lieber, riesiger Lappen hier. Schöne Farbe so. Ja, den Schweinebauch legen wir oben drauf auf das Gitter oben. Der muss langsam garen. Ist das nicht zu klein für Sie? Was zu klein? Das ist komplett fertig. Stefan hat keiner verstanden. So, okay, jetzt. Doch. Sag mal. So, ja, warte mal. Jetzt kommen da oben noch diese scharfen Chilischoten drauf, ja. Damit es schön hier scharf wird. Ich habe den Gasgrill jetzt da unten ausgedreht, damit es nicht verbrennt. Ja. Die Paprikaschoten, Spitzpaprika. Mhm. Und jetzt machen wir den Kaiserschmarrn. Ja. Ja? Sehr gut. Schon mal Kaiserschmarrn gemacht? Das ist, bei Ihnen klappt das immer, ne? Sie schmeißen die Dinger da rein, man dreht die oben und die boah, sehen geil aus. Das war einfach so. Ja, wieso nicht? Ja, wenn man das selber macht, dann... Was ist der Unterschied zu Hause? Immer. So, was jetzt? Schüsseln brauchen wir. Schüssel brauchen wir. Und zwar, wir brauchen jetzt Folgendes. Ich brauche jetzt 8 Eiweiß geschlagen. 8 Eiweiß geschlagen? Okay. Ja. Das heißt, brennen, Eigelb hier rein. Eigelb da rein? Eigelb zu mir. Ja, nicht so weit, weg. Wieso? So, Eiweiß hier rein, ne? Genau, aber ohne Eigelb, sonst geht es nicht zum Aufschlagen. Ich bin doch der Eigelb-Man hier. So, dann machen wir da Mehl dazu zum Kaiserschmarrn. Ja, zack, boom. Und schnipp die Schnapp. Na? Sehr gut. Dann das ist ganz schön professionell, ne? Dann habe ich hier Rosinen. In Rum eingeweicht. Rosinen in Rum? Ja, genau. Okay. Probieren? Nein. So. Schwupps. So. Das Tolle ist, hier muss man nicht abspülen. Ja, ja, genau. Ja, ich helfe mit. So. Und? Alle Eier waren das so? Ich habe nicht mitgezählt. Das waren alle Eier, hier ist noch, ja? Hier ist noch ein, vom Huhn noch ein Feder dran. Ja, das ist ein Zeichen, dass es mal das Wickel vom Huhn ist, das Ei. Ja. So, noch zwei? Ja, noch zwei. Schnapp, schnipp, schnupp. So. Hallo? Ich werde immer treffsicherer, ich kann fast immer weiter. Haben Sie gemerkt? Oh, das läuft schon ein bisschen hier. So, mal ganz kurz. Zacki, zacki, zacki. So, und jetzt, wenn es geht, Achtung. Bitte. Yes! So, jetzt aufplanen. Ja, einmal Hand. Ein bisschen Risiko muss sein. So, jetzt Eiweiß schlagen. Genau, aufschlagen schön jetzt. Wie lange muss man schlagen, bis zum Eiweiß? Das dauert ungefähr 10 Minuten jetzt. So. Nee, mal echt. Nee, bis es steif ist, wie lange soll es dauern? Ja. Nicht rühren, sondern schlagen. Ja, was heißt so? Ja, genau, das ist schlagen. Ah, okay, das geht dann besser? Das geht dann schneller. Ich dachte, mit rühren geht besser. Na ja, gut. Ja, Leute, guckt mal hier, so sehen die Steaks nachher aus, oder? Oh. Ja. Vorsicht, nicht ausrutschen. Ist was auf den Boden gekommen, nicht ausrutschen. Macht nichts. Weiter geht's. Schafft man das wirklich von Hand? Oder muss man da so eine Maschine...
Also wir machen das bei uns mit der Maschine, aber hier machen wir es von Hand. Ja. Ein Zucker rein, dann geht es leichter. Ah. Warum ist das so? Ja, weil Zucker bindet das Eiweiß ein bisschen fest. Ah. Komm her. Ja. So. Aus, ja, dem Hand, auch rühren. Aus dem Handgelenk so, nur so schlagen. Okay. So, mir ist fest genug jetzt. Ja. Aha, jetzt ist fest genug. Aha, aha, aha. So, herab. Ja. Jetzt haben wir eine Kaiserschmarrnmasse, ja? Nein. Ja, wirklich, ohne Witz. Da machen wir jetzt noch ein bisschen Strohrum rein. Strohrum? Schön. Oh, so. Und jetzt füllen wir diese Masse ein in eine Form, die ist vorher mit Butter und Zucker. Also so dünn ist Kaiserschmarrn-Masse? Ja, wie soll die anders sein? Ich weiß nicht, dass das wäre ein bisschen fester, so teigmäßig. So. Sie also sind Koch. Ja. So. Wenn wir Glück haben und wir jetzt ein bisschen warten, ja, dann hoffe ich, dass irgendwann daraus ein fester Schmarrn wird. Jetzt ist ganz wichtig. Ah, Vorsicht mit den Händen! Nichts passiert. Und dann haben wir hier einen wunderschönen Lack. Und zwar, das ist ein Lack mit Bourbon Whisky. Ja. Mit Ahornsirup. Ja. Und da tun wir jetzt die Steaks einbinden. Nee. Ja, wirklich. Doch, ehrlich. Oh, ja. Guck mal hier. Und so, wir machen ein kleines bisschen Werbung und sind dann gleich wieder da. Dann ist hoffentlich alles gar. Und dann werden wir das mal probieren, Herr Lafer. Ne? Ja, selbstverständlich. Also, bleibst du dran, bis gleich. Da sind wir zurück. So, und ist es fertig geworden? Ja. Das ist jetzt ein perfekt aufgegangener Kaiserschmarrn. Und das sind jetzt hier die schönen Steaks. Und das, der Schweinebauch, das kann man schon mal runternehmen mit der Grillzange. Oh, runter? Ja, hier. Wenn es geht, hier auf das Brett. Ich mache den Kaiserschmarrn fertig. Ja? Was, worauf? Das Fleisch bitte hier drauflegen. Ja, zu Befehl. So. Das tue ich jetzt nochmal schön einbinseln. Bitte. Mach ein bisschen Lack drauf. So. Und jetzt aufschneiden, gell? Ja. Machen Sie das, oder? Nee, das machen. Machen die Hiwis? Nee, das macht der Metzger selber. Ah, okay, danke. Also der Hiwi. Ich hab schon verstanden. So. Schön, gucken, wie das Fleisch geworden ist. Haben Sie keine Gabel? Gabel, nee, Messer. Nur Löffel? Löffel geht ja auch. Ah, okay. So, in welcher Richtung hätten Sie es gerne? So? Also ja, hier. So. Die Scheiben abschneiden. Mmh. Guck mal hin, wie schön saftig hier. Das, oder? Eine Scheibe, noch eine Scheibe. Haben Sie auch scharfe Messer? Was? Mit dem Messer kannst du rasieren. Ah, schön. Ich schneide mir mal ein kleines Stückchen ab, ne? Ja, probieren. Warum haben Sie keine Gabeln dabei? Ich weiß nicht, wo die Gabeln sind. Warte mal. Nee, ich hab hier alles. Okay. Wie schmeckt's? War lecker, war was Hartes drin, aber das habe ich wahrscheinlich, weil ich hier was von der Schwarte mit abgeschnitten habe. Jetzt probiere ich mal das Steak. Mhm. Schneid einfach mal in der Mitte durch, damit Sie sehen. Oh, gucken Sie mal hier. Mm. Ist das was? Oh. Mm. Mm. Und dann haben wir das Wasser im Munde zusammen. Wunderschön. So, und was machen Sie da gerade kaputt? Ich mache gerade hier aus einem Pfannkuchenteig einen Kaiserschmarrn, ja? Mhm. Der übrigens ja von der Kaiserin Sisi stammt. Das ist ja ein Originalrezept von der. So, jetzt kommt da. Ah, die Gabel liegen in den Tellern da hinten. Da sind die Gabeln, ja, ist alles da. Hier, guck mal, so. Ja. So, und jetzt machen wir Folgendes: Man schüttet jetzt hier noch auf den Kaiserschmarrn drauf. Die Zwetschgen. Und zwar Zwetschgen, die sind schön eingekocht. So schmeckt der Kaiserschmarrn als solcher, ohne dass so Zwetschgenzeug drauf ist eigentlich? Ja, klar. Wie schmeckt der? Versuche ich gerade rauszufinden. Meinen Sie gut oder schlecht oder nach was? Ich meine nach was? Kaiserschmarrn halt. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, schmeckt gut. Also der Kaiserschmarrn an sich schmeckt schon gut. Ja, und dann die Zwetschgen dazu? Noch besser. Noch besser, gell? Wirklich lecker. Man möchte einfach die ganze Zeit weiter essen. So. Ich muss sagen, es ist einfach traumhaft, was man vom Grill alles machen kann, gell? Absolut. Oder? Ja, das ist wirklich. Und es ist traumhaft zu sehen, wie Stefan Raab nichts mehr sagt. Ja. Man soll das Essen vermissen. Ne? So,
Also das Couscous haben wir noch nicht, müssen wir noch probieren, oder? Also die Paprikaschote, ja, die hole ich runter, komm her. Wo ist die denn geblieben? Hier. Ach, die ist auch noch drin. Die sieht ja besser aus, als wir sie reingetan haben. Ja, die ist mittlerweile gegrillt. Ja. Mmh. Das Couscous ist aber auch lecker. So, jetzt probieren hier, da, mit dem Schafskäse. Schafskäse drauf. Die Fahne. Nicht so heiß, ist so heiß. Und Sendung ist jetzt vorbei. So, und vielen Dank, Johann Lache, das ist das neue Buch hier. Meine besten Grillrezepte. Entschuldigen Sie bitte. Von Johann Lafer. Jetzt kommt The Big Bang Theory und morgen bei uns. Ja, guten Morgen, Steffen Heinzler. Nein, aber so ähnlich. Die fünf letzten bei Germany's Next Topmodel. Oh. Also die letzten, die noch im Wettbewerb sind. Die Models oder wie? Habe ich Metal gesagt? Ja, warum nicht? Ich bin Künstler, ich kann mir gestalterischen Freiraum erlauben. Ja. Das haben wir heute gesehen übrigens. So. Ja, beim Vielen Dank, Johann Lafer, meine Damen und Herren. Ja, danke, Stefan. War sehr lecker.